Tja, was man jetzt noch einbauen könnte, Tag 6 auf der Reise durch den Imbiss, sind Kunden, die, also potenzielle Kunden, die sehen aber, oh, viel zu große Schlange, die warten ja selber noch alle, dass sie überhaupt bedient werden. Lass mal woanders hingehen. Die gehen dann verloren. Wäre vielleicht auch ganz interessant zu sehen, wie viel das so sind. Also Leute, die sich gar nicht erst anstellen. Einfach damit man das mal so mitbekommt. Ich nenne die mal Abbrecher. Natürlich am Anfang haben wir keine Abbrecher. Und die haben so eine Geduld. Ich sag mal erstmal für alle, die sind alle gleich. Die sind ja alle gleich. Geduld. Schlangenlänge. Wenn da mehr als 5 Leute stehen. Ja, kein Bock. Da kann man ja einen anderen Stand nehmen oder so, einen anderen Imbiss. Je nachdem, das kann man mal mit rumspielen. Wie man das modelliert, ist hier in dem Beispiel, ist Bulking and Reneging. Es gibt da also für so eine Ressource Requesters. Da sieht man, wie viele Leute überhaupt noch warten, ne? Also die noch nicht dran sind. Machen wir es mal. Also bevor ich überhaupt auf einen Mitarbeiter warte, gucke ich mal, ob ich überhaupt Bock habe. If, was haben wir hier gesagt? Mitarbeiter Punkt Re Questers. Und davon, das war die Länge, das ist Requesters, das ist, die nennen das Queue, Warteschlange. Wenn die Länge der Warteschlange, Requesters, größer ist als die Geduld, G-Punkt Geduldschlangenlänge, dann sagt er, ne, ich gehe. Self-Name. Ja doch. Wie sagt man das auf Deutsch schön? Stellt sich gar nicht erst an. Jawohl. Das heißt, der soll jetzt nicht auf irgendwas weiter warten. Da gibt es so eine schöne Methode, Cancel. Aber es das heißt nicht Slave. Was jetzt passiert ist, dass diese Komponente, in unserem Fall der Kunde, einfach passiv geschaltet wird. Also der wird nicht weiter berücksichtigt. Das war schon. Könnte man natürlich sagen, ja, im Abbrecher müssen wir noch erhöhen, ne? G-Punkt Abbrecher plus gleich 1. Und die geben wir dann unten auch nochmal aus. Abbrecher, G-Punkt, Abbrecher. Ich hoffe, das war's schon. Aber Probelauf machen, ob es einen Syntax-Error gibt. Natürlich. Ach so. Selbstname. Plus Data Component is not allowed. Wo sind wir denn da? Oh, ich bin verloren. Zeile 40.
Das sollten wir vielleicht yielden, nicht wahr? Weil wir wollen ja nicht, dass es drinnen weitergeht. Eine Datenkomponente kann jetzt keinen Request mehr machen. Das war der Fehler. Jo, stürzt also nicht ab. Damit wir es wieder übersichtlich haben, arbeiten wir nur noch eine Stunde an einem Tag. Einmal in der Woche, also eine Woche nur im Monat, also nur noch eine Stunde im Monat. Kein Abbrecher. Ist auch nicht besonders verwunderlich. Zum einen gucken wir eh nur eine Stunde. Aber immerhin 5 Kunden geschafft. Und die kommen nur alle 7 Minuten und das ist auch ruckzuck fertig. Lass mal gucken. 10 Minuten das Essen. Jetzt überlappt sich's. Jetzt wird sich schon ein bisschen was stauen können. Aber ob wir 5 Leute haben werden, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Können wir mal laufen lassen. Nö, noch nicht. Restaurantmäßig. Ja. Keine Ahnung. Müssen wir es mal zwingen, nicht wahr? Mitarbeiter haben wir einen. Also die Leute sind sehr geduldig. Gucken wir mal, wenn 2 Leute da sind. Man geht schon gar nicht hin. Aber das kann ich kaum glauben. Nee, da stimmt noch was nicht, würde ich sagen. Das liegt an dem hier. So ist doch schöner. Abbrecher, ja, erst jetzt macht das auch Sinn oder ergibt Sinn, heißt es ja. Gucken, ob die Schlange überhaupt 5 lang wird. Na, no. Aber einige, die sich gar nicht erst anstellen hier, ne? Wie sieht denn das aus? Irgendwie. Da haben wir ja dann schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die warten. Wenn der 6. sagt, nee, komm, sind schon 5 vor mir. 1, 2, 3, 4, 5. Ein paar gehen durch. Ja, okay. So würde ich sagen, haben wir es richtig modelliert. Machen wir mal alle 10 Minuten. Im Mittel kommt einer an. Essen machen dauert 15 plus minus 2, ist egal. Wir arbeiten knall 8 Stunden. 5 Tage in der Woche. Den ganzen Monat. Und wir machen einen Umsatz pro Kunde 15 Euro. Und wenn mehr als 5 Leute da vor einem sind, wird nicht mitgespielt. Oh, 306. 306 mal 15 ist aber schon, da lohnt sich ja wohl ein Mitarbeiter mehr. Ja, ist schon besser, ne? 12 im Monat. Das sind so 3 in der Woche. Jo. Geht, ne? Ja, das
Da würde ich sagen, da würde sich ein dritter Mitarbeiter nicht mehr lohnen. Da haben wir zwar keine Abbrecher mehr, aber wir verdienen auch nicht wirklich noch was, ne? Ja, ne. Was passiert denn, wenn wir jetzt richtig ungeduldige Kunden haben, richtig ungeduldige, die, wenn da schon zwei vor dir sind, keinen Bock mehr haben? Ja, 101 Abbrecher. Dann nehmen wir doch lieber nochmal einen dritten dazu hier. Einfach ein bisschen weniger Abbrecher haben, weil die so ungeduldig sind. Jo. Ja, schaffen wir mal ein bisschen mehr. Wie war das? Mal so ein bisschen einschwingen lassen. 14, 14, 2, 14, also so 14, 5 vielleicht. Wenn wir da am falschen Ende sparen. Ja, sieht das. Hoho. Ein Tausi geht weg, ne? Geschossen haben wir ja mal so auf 1500. Ja. Die sollte man nicht liegen lassen. Paar Abbrecher. Jeden Tag so weniger als einen. Ich denke so, beim Imbiss musst du mit 5 rechnen. Nein. Mit 5 Leuten vor dir. Machen wir noch mal so das lustige Kirmesgeschäft. Alle 3 Minuten. Das Zeug in 5 Minuten fertig. Das Zeug, das Essen. Ne? 2 Tage. Ja, 15 Euro. Für Kirmes wird ja Geld ausgegeben ohne Ende. Ne? Und wir sagen ja, okay, 5, 5. Kriegen wir. Haben wir 531 Abbrecher. Ne? Auf der Kirmes musst du aber mit ein bisschen mehr rechnen. 15 ist natürlich viel zu viel. Also da wird ja auch selbst auf der Kirmes keiner mehr anstehen, oder? Würde die das machen? Immer noch 530, ne? Der zweite Kollege hier. Dann haben wir aber auch. Vielleicht sind wir aber eher so bei 10 Euro Umsatz. Darf man jetzt nicht vergessen, das ist nur jedes Wochenende. Und wenn ich war schon ewig nicht mehr auf dem Jahrmarkt oder so. Sieht mich auch nichts hin. Aber wenn du da so die Mandeldinger hast oder Backfisch, das ist schon realistisch, dass da alle 3 Minuten einer was will, sich hinten in eine Schlange anstellt und dann geht los. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das eine realistische Zahl ist für jedes Wochenende. Natürlich mit 8 Stunden. Nehmen wir mal einfach an, wir haben so eine Zeit, wo wir mit dem Imbisswagen, wir machen was für Handwerker, wir fahren vor Baumarkt, so von 9 bis 11, also 2 Stunden. Vielleicht kommt da alle 5 Minuten mal einer. Alles schon fertig, müssen wir nur noch verpacken, kassieren. 2 Stunden sind wir da und es sind 5 Tage, ne? Montag bis Freitag. Und der Kunde so ein Brötchen und einen Kaffee oder so. 5 Euro sind da locker weg, ne? Und die haben auch nicht so viel Zeit.
Wenn er mehr als, wenn er erster Schuss mal 5 da rumstehen, dann wird denen da zu lange dauern, schätze ich. Na gut, gut. Dann machst du einen Umsatz von 2470 Euro mit so einem MS-Wagen, wenn du nur zwischen 9 und 11 irgendwo stehst. Na? Also, warten wir es. 2 Stunden. Machst du von 8 bis 11, 3 Stunden. ...3600. Hast sogar ein paar Abbrecher dabei. Bringen dir dir was, die noch abzufedern? Umsatz 5 Euro oder 25 Euro. Nee, das. Da würde ich mir keinen dazu holen. Allerdings, wenn die wirklich eng getaktet sind, nur noch drei Vorsicht, bevor sie umdrehen. Ja. 7 mal 5 für 45 Euro, naja. Es sei denn, man sagt mal so, okay, glaube ich nicht 10, aber könnte ich mir vorstellen, dass, wenn machst du den noch einen Salat oder so, brauchst du allerdings ein bisschen länger, vielleicht 5. Ja. 78 mal 10, ja, da, aber definitiv. Also wenn du so 3 Stunden am Tag mit deinem Imbisswagen da vor so einem Baumarkt stehst, wie gesagt, das sind jetzt alles Zahlen, die müsste man messen. Ich mal gucken, was da so zu erwarten ist. Einfach mal gucken, wie viele Leute da vorbeistratzen und sagt, jo, wenn 1% davon bei mir kauft, wäre das gut. Machen wir mal so ein Abendgeschäft in so einem ganz normalen Restaurant. Was haben wir denn da? Ich sag mal so 18 bis 21 Uhr. Ja. 18, 19, 20, 21. Lass mal 4 Stunden machen. Komm, 4 Stunden. Im Mittel kochen die 15 Minuten vielleicht. Je nachdem, was das ist, ne? Plus minus 5 vielleicht. Die haben 5 Tage in der Woche auf. Ja, hier haben wir Saison, 6 Tage. Einen ganzen Monat. Aber die Leute kaufen, essen natürlich und trinken. Da ist ja jeder Kunde gerne mal 20 Euro, nicht wahr? Und wenn 3 Leute schon, also oder drei Parteien auf den Tisch warten, würde ich sag mal 4, dann drehen sie, ja, dann gehen sie woanders hin. Was kommt dann da raus? Mitarbeiter erstmal nur einen, der muss auch so alles machen, das wird natürlich nicht funktionieren. Oh, hauer hauer, einer ist also definitiv zu wenig. 2. Immer noch zu wenig. 3. Immer noch zu wenig. 4. Ja, im Monat 15 Abbrecher, geht klar. Das ist also ein Umsatz bei der Konstellation, wenn du nur abends aufhast, von 23.480 musst du dann alles von bezahlen, ne? Die Mitarbeiter, das Essen, also Material, Strom. Ja. Weiß ich nicht, plus minus. Besser ist natürlich, wenn der Kunde 25 Euro da lässt. Ja, das wäre schon ganz schön. Aber kommen die alle 5 Minuten im Mittel? Ich denke, nee. Das könnte ich mir dann so vorstellen.
10 Minuten kann ich mir vorstellen. Zur Hauptzeit. Boah, kein Abbrecher. Reichen vielleicht 3 Leute. Das sieht ganz gut aus. Ja. Sind zwar jetzt nicht mehr irgendwie diese 27.000. Und ich glaube auch nicht. Das haben wir 22 Euro. Vielleicht hast du aber auch so eine krasse Lage, dass du sagst, Leute, ihr müsst schon warten, bis 5 anderen dran sind. Ja, so könnte man die Abbrecher. Schlimm ist das denn, wenn die nur. Oh, da ist einer vor mir, ich will nicht. Gar nicht so schlimm, ne? Wenn die jetzt nicht 15 Minuten, sondern nach 10 Minuten schicken können. Gar nicht so entscheidend, ne? Bei der Ankunftsintervall. Aber du hast jetzt so nicht so eine dolle Lage. Leute kommen meistens mit dem Auto, kriegen aber keinen Parkplatz. Alle 25 Minuten. Da sind wir wahrscheinlich mit 3 Leuten, aber echt über. Und wenn das so ist, dann warten die auch 3 Leute vor allem ab. Ist jetzt nicht so großartig, ne? Aus 4 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Ja, da muss ich schon was tun hier am Umsatz pro Kunde. Oder man muss halt super Marketing haben. Weil noch schneller kochen oder so bringt gar nichts. Können ja mal einfach mal spaßeshalber 5 eingeben, 5 Minuten. Ist erstens Quatsch im Restaurant. Wird nichts bringen. Nicht wirklich. Ist eher andersrum. 25. Das ist natürlich schon so 10 pro Woche verlieren. 47 mal 22, das ist schon Geld, ne? Vielleicht doch lieber zu zweit. Ja. Jawohl. Gut, also jetzt haben wir auch noch die Abbrecher drin. Wie ist das denn die? Machen wir noch einmal voll das geduldige Kundenvolk. Vielleicht geht das auch alleine. 15. Na? Schon Geld, ne? Aber vielleicht ja, 400 irgendwas Euro. Auf jeden Fall nicht der Brüller bei den Zahlen. Wie gesagt, an der Kochzeit liegt es nicht. Die kommen zu langsam. Musst mehr Kunden kriegen. Alle 15 Minuten mal gutes Marketing gemacht wieder. Lecker essen. Tja, hast du natürlich ordentlich Abbrecher dann, ne? Da werden schon 2 Mitarbeiter genötigt. Benötigt. Ja. 17 Abbrecher im Monat. Das ist jetzt nicht brüllend für 2 Leute, ne?
Wenn du früher aufmachst, 17, 18, 19, 20, 21, machst du 5 Stunden. Ja, kommen wir schon eher so in so eine nette Gegend. Haben wir denn hier alles richtig? 5 Stunden am Tag, ja, 6 Tage die Woche auf. Ja. Alle Wochen im Monat mal machen. Isst irgendein Gericht für 15 Euro. Trinkst noch zwei, drei Getränke. Machen wir zwei. Je nachdem. 15. Ja, können ja einfach mal 25 annehmen. Ist halt eine teure Bude. 12.000. Also 32 Abbrecher ist aber ungefähr jeden Tag einer. Jeden Tag gehen hier 25 verloren. 11.900. Das sieht nicht so aus, als ob das schlau wäre. Wenn dann einer macht. Puh. Da lässt die Kohle liegen. 2 waren das da. Naja, war schon besser. Jo, gut. Also jetzt mit Schlangenabbrecher nehmen wir mal noch kurz noch mal an. Ein bisschen ungeduldiger. Oh, 35. Also über 600 Euro. Mal gucken, ob das stabil ist. Nee. 34. Ja. Schon mehr als 10 so, ne? 3. Da sind wir schon eher so in so einer Größenordnung, wo ich denke, ja, im Monat 12.000 Umsatz. Was ich weiß, dass das gut laufende Restaurants auch gerne mal 30.000 oder sowas machen. Aber dann haben die wahrscheinlich nicht alle 15 Minuten jemand. Wo müssten wir denn da sein bei der Konfiguration? Da würde noch nicht mal alle 5 Minuten reichen. Vielleicht kochen die schnell. Und eng getaktet. Kann das sein? Ja. Da sind wir dann so Pi mal Auge. Da lohnt sich's schnell zu kochen, gell? Ja, dann sind wir so bei den 35.000. Wie ist das denn, wenn wir Mikrowelle zong? Da lohnt sich's nicht mehr. Also da wird die Qualität leiden, ohne dass es wirklich besser wird. Wir bräuchten dann allerdings nicht mehr 3 Mitarbeiter, ne? Würde sich gar nicht mehr lohnen, richtig. Aber dann geht wirklich die Qualität weg. Mal. 13 Minuten. Bricht es natürlich jetzt weniger, aber wir haben zu viele Abbrecher. Wir brauchen dann doch wieder Unterstützung. Immer noch zu viele Abbrecher. Meine Güte. 31, was sagen wir? Ja, nee, das ist schon. Alle 5 Minuten im Mittel jemand auftaucht und wir brauchen mit dem Essen 13 Minuten. Oh, 5 Mitarbeiter.
Gehen wir nochmal runter auf 10 Minuten. Fangen nochmal an mit einem Mitarbeiter. Wo kommen wir denn da raus? Natürlich wird es furchtbar. Das ist ja krass. Aber selbst wenn wir jetzt nur, wenn wir die Mitarbeiter hier die Abbrecher hier schlucken würden, bei 25 Euro pro Kunde, wenn alle 5 Minuten einer kommt, das ist schon sauber. Machen wir es zu zweit. Krass. Und jetzt würde sich noch der dritte lohnen. Ja, was waren das, so um die 20? Wohl eher um die 40. 40 mal 25 ist auch Geld, ne? Genau. Und jetzt machen wir überhaupt keinen Ruhetag. Ist natürlich mörderisch. Aber machst du auch nicht ewig mit. Ja, aber natürlich ist der Umsatz hübsch. Jo, gut. Jetzt mit Leuten, die keinen Bock zu warten haben, die sich gar nicht erst anstellen. Erstmal, ne? Macht's gut. Tschüss.